Also wir sind drei Geschwister von insgesamt fünf vom Thomas Steiner. Also der Thomas ist unser jüngster Bruder und ich kann sagen, er war immer schon der Größte. Also er ist als großes Baby geboren. Wie ich auf die Welt gekommen bin, hat es geheißen, oh, beim Lehrer haben schon wieder Mädchen, das vierte. Naja, und dann ist der Kronprinz gekommen, der Matthias, und dann vier Jahre später der Kaiser Thomas. Er war immer eigentlich das Lieblingskind unserer Eltern. Also wir sind die Eltern von Thomas Steiner. Wir sind sehr stolz auf ihn. Er hat einen fulminanten Werdegang hinter sich. Und das ist eigentlich sehr, sehr erfreulich für uns alle, für die ganze Familie. Der Thomas, der war ein sonniges Kind. Der hat immer gelacht und mit seinen Locken war er ja, zum Knuddeln. Ich habe ihn vorhin schon immer gekannt, weil wir ja aus Nachbarortschaften kommen. Und wir haben uns dann wirklich kennengelernt zu Teenager-Tagen in der Disco in Stotzing. Wie es geheißen hat, der Thomas hat eine Freundin, eben die Castinger Andrea. Ich war ja schon die Einzige, die gearbeitet hat. Er war ja nur Schüler oder Student eigentlich. Und da habe ich ihm dann öfter was zugesteckt, dass er die Andrea einladen kann. Dass er es ausführen kann. Wir haben die letzten 30 Jahre miteinander verbracht. Ich liebe ihn seit 30 Jahren. Ich bin seit 18 Jahren sein Untermieter und Sohn. Er hat lange auf sich warten lassen und wir haben uns dann wirklich sehr gefreut, wie er da war. Und Thomas ist ein ganz toller Vater. Auf jeden Fall, dass er nicht so streng ist wie die Mama und dass er öfter mal was durchgehen lässt. Er war eigentlich immer sehr zielstrebig, muss man sagen, war er schon als Kind. Man kann sich, und das ist wichtig in der Politik, man kann sich auf ihn als Mitarbeiter hundertprozentig verlassen. Er besticht durch wahnsinniges, umfassendes Wissen, Kompetenz, Konsequenz und da kann durchaus der Schmäh rennen und trotzdem viel weitergehen. Also ich mag es wirklich gern, weil er so authentisch ist. Der hat sich nicht verändert, der verstört sich nicht, der Thomas ist der Thomas. Es gibt kaum eine Situation, der nicht was Positives abgewinnen kann. In jeder Partei, in jedem Verein zeigt sich Kameradschaft, Freundschaft erst, wenn es kriselt. Und da war der Thomas ein Bollwerk mit seiner Ruhe, mit seiner Intelligenz, mit seiner Tatkraft. Ich schätze am Thomas sehr, dass er reflektiert ist. Das bedeutet, wenn man mit ihm über irgendwelche Dinge spricht, dann übernimmt er zwar nicht automatisch die Meinung, denkt aber darüber nach und das ist eine große und ganz wichtige Eigenschaft in der Politik. Er ist wahnsinnig hilfsbereit, egal ob ich persönlich irgendein Problem habe oder eben mit der JVB. Zu ihm kannst du jederzeit gehen, wenn du eine Idee hast, er hört dir zu, das schätze ich sehr an ihm. Ich würde sagen, man kann sicherlich zu jeder Zeit anrufen, wenn man was braucht von ihm und er ist da und er hilft einem. Was mich überrascht hat vor wenigen Wochen ist, wie weltgewandt Thomas auch ist. Ich war als Präsident der Österreich-Australischen Gesellschaft mit Österreichern und Australiern bei ihm und die waren angetan, in Eisenstadt einen so weltoffenen Bürgermeister zu finden. Ich glaube, dass er einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat, meiner Meinung nach. Und Ehrlichkeit. Ja. Das, meiner Meinung nach ist das schon eine Charaktereigenschaft für ihn.
wenn wir jetzt einen Blödsinn machen, ist es nicht so, dass das immer neu aufgenommen wird, oder? Das nur wenn er grober Blödsinn ist. Er pflegt seine Freundschaften. Das finde ich sehr, sehr toll an ihm. Mit dem Tom verbindet mich sowohl freundschaftlich als auch politisch eine gemeinsame Vergangenheit. Wir durften schon viele Wahlkämpfe miteinander bestreiten. Da gibt es viele schöne Erinnerungen. Uns verbindet wirklich auch fast schon familiäre Freundschaft. Als Freund schätze ich an ihm, dass er auch über meine Witze lacht, die meistens nicht so lustig sind wie seine eigenen. Naja, der Thomas hat ja sozusagen immer einen Scherz auf den Lippen. Egal wie stressig es ist oder egal wie intensiv gerade die Arbeitszeit ist. Seine Witze, die er erzählt, da kann man sie kugeln. Die Witze kann man teilweise leider jetzt nicht öffentlich wiederholen, aber trotzdem schafft er es immer wieder, dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aber ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, wenn er gesagt hat, kennst du den schon oder hast den schon gehört? Ja, dann hat es mir manchmal sogar zusammengerufen und gedacht, der wird doch jetzt nicht den Witz vom Vormittag nochmal erzählen in dieser Runde. Nicht alle sind fürs große Publikum geeignet. Ja, der Thomas ist eine Persönlichkeit, der es immer wieder schafft, die Menschen zum Lachen zu bringen. Aber er weiß ja ganz genau, wenn es eng wird oder wenn es wichtig ist, dass er die nötige Hartnäckigkeit hat, um sein Ziel zu erreichen, vor allem um die Ziele zu erreichen, die er gesetzt hat. Und gleichzeitig schafft er es aber auch, im Umgang mit den Menschen immer wieder eine Herzlichkeit zu entwickeln, die sehr gewinnend ist. Und das schätze ich sehr an ihn, vor allem auch im Zuge dessen, dass er ja auch mein Chef ist. Ich habe ihn kennengelernt, als ich glaube es war 1991, einen Juristen für den ÖVP-Club gesucht habe. Ja, ich habe den Thomas vor, es werden jetzt 25 Jahre her sein, da haben wir uns kennengelernt. Er war Clubsekretär im ÖVP-Club. Ich habe ihn als einen sehr energischen Partner kennengelernt, der für die Werte der Volkspartei einsteht. Mit dem Thomas verbindet mich eine ganz lange Freundschaft, die begonnen hat als Arbeitsverhältnis, weil wir Arbeitskollegen waren, und sich dann zu einer Freundschaft entwickelt hat. Es war wirklich einer meiner schönsten Zeiten in der Politik. Wir haben doch sehr intensiv 10 Jahre zusammengearbeitet in der burgenländischen Landesregierung. Er war mein Bürochef und ich kenne ihn als einen sehr klugen Kopf, als einen hervorragenden Juristen, als einen kreativen Menschen, der sehr viel eingebracht hat und der auch sein Bürgermeisteramt sehr gut macht und garantiert auch in den nächsten Jahren Erfolg haben wird. Ja, für unsere Eltern. Wir hätten ja eigentlich nie gedacht, dass unser Thomas einmal Bürgermeister in Eisenstadt sein wird. Ich muss als ehemaliger Bürgermeister ihm recht herzlich gratulieren zu seiner Arbeit. Diese Eigenschaft, ständig 24 Stunden am Tag für Eisenstadt da zu sein, das ist absolut bewundernswert, und diese Dynamik und diese Kraft, die er da mitbringt, die müssen wir standhalten können. Ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn treffe, wie engagiert er ist. Er ist ein sehr kreativer Kopf. Also Ideen entwickeln, das ist seins, und das macht er dann manchmal auch um 2 Uhr in der Nacht, wenn er untertags keine Zeit hat. Jetzt mit 50, glaube ich, kann auch er die volle Wahrheit erfahren. Der Grundstein für seinen heutigen Erfolg wurde ja, glaube ich, damals gelegt, im ersten Studienjahr, wie er mit mir das Zimmer geteilt hat. Weil es war so, dass Donald immer am Abend zu lernen begonnen, wo ich schlafen gegangen bin. Und ich habe dann im Schlaf ihm immer Geschichten erzählt. Ja? Und er war immer interessiert dran, ob noch eine kommt, ob noch was kommt, ob noch eine neue Geschichte kommt. Und somit hat er immer die ganze Nacht durchgelernt, weil er immer noch auf eine Geschichte gewartet hat. Und er hat damals im ersten Jahr für sein Studium mehr gelernt als manche andere in der ganzen Studienzeit. Ja, und den Uhrentrick auch gehabt. Das heißt, er hat in der Nacht wirklich gelernt im Bett und hat dann an sich eine Uhr in der Hand gehabt. Oder irgendwas in der Hand. Ein Schlüssel. Genau, ja. Wenn er eingeschlafen ist, der ist einem runtergefallen, auf und weiter geht's. Ja. Das war so sein Trick, ja. Und zu der und Zeit habe ich wahrscheinlich wieder eine Geschichte erzählt. Wahrscheinlich, ja, das ist so abgewechselt, ja, sonst weil du bist eigentlich auch gerne eingeschlafen. Ich bin sowieso eingeschlafen. Viele tolle Ereignisse, manchmal haben wir gemeinsam getrauert, aber immer, wenn ich dran zurückdenke, war das eine sehr, sehr schöne Zeit. Der Thomas ist einer, mit dem man sehr hart und sehr intensiv arbeiten kann. Der Thomas ist aber auch jemand, mit dem man ganz viel Spaß haben kann. Für uns sind es persönlich die Tennis-Matches, was wir immer wieder oft um Mitternacht erst spielen, ja, oder um 10 Uhr am Abend, wo eigentlich alle anderen schlafen gehen, wo man eigentlich die Zeit, die was wir als Geforderte
er als Politiker und Bürgermeister, ich als Unternehmer, untertags nicht finden. Die haben wir dann am Abend nachgeholt. Oder was der Thomas halt immer kann, ich meine, Gott sei Dank war ich noch nicht Opfer, ist, wenn er mit verstellter Stimme anruft und sich irgendwas einfallen lässt. Also für einen Spaß oder einen Scherz ist er immer zu haben. Ja, also den letzten Schwank von ihm kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil er noch gar nicht so lange her ist. Wir sind vielleicht 3-4 Jahre her. Haben wir gemeinsam eine Schiffsreise gemacht und er hat sich nicht nehmen lassen. Er musste unbedingt den Fotogrescher spielen. Bei jedem Mal, wenn er die Möglichkeit gehabt hat, irgendwo am Schiff oder auf dem Landausflug irgendwer fotografiert, wumm, er hat sich hinten hingestellt und hat irgendwelche Faxen gemacht. Und wir haben gesagt, bitte Thomas, hör auf. Auch seine Frau und sein Sohn, bitte, bitte, das ist ja schon peinlich. Er hat sich nicht nehmen lassen, wo er die Möglichkeit bestanden hat, wo er da Fotogrescher. Und das, wie gesagt, das ist noch nicht lang her, 3-4 Jahre. Ich habe das auch in der Ruine erlebt, jetzt, wie wir mal gemeinsam mit der Urlaub waren, das Gleiche. Also ich habe sehr viel lachen dürfen. Ja. Ja, kaum hat mich angehalten, die Kamera. In Venedig, glaube ich, war das. Dort hat er dann angefangen, jede Touristengruppe, die gerade ein Foto gemacht hat, sich mit ins Bild zu stellen. Egal, wo wir gegangen sind, in Venedig oder irgendwo, hat er sich halt dann immer hinter die Leute hingestellt und die Fotos gecrasht. Und das auch den ganzen Urlaub mit Konsequenz durchzogen. Also jedes Mal, wenn er irgendwo ein Fotoapparat gesehen hat, war er schon hinter der Gruppe und hat sich draufgeschlichen. Und oft waren die Fotografen sehr, sehr verwundert, weil auf einmal ein Foto war. Das wird jetzt ein bisschen emotional. Was mich nämlich an den Stone erinnert, sind die Schweine. Ja? Und eines habe ich mitgebracht für ihn. Kennst du gerade? Natürlich. Ja? Also, lieber Stone, Happy Birthday. Mögen dir die Schweine und besonders dieses hier, das du, glaube ich, gut kennst, auch die nächsten Jahre viel Glück bringen. Alles Gute. Lieber Thomas, ich wünsche dir zu deinem Geburtstag alles erdenklich Gute und bleib so, wie du bist. Und wir freuen uns, dass wir diesen Tag haben erleben dürfen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Schließlich an. Ich wünsche dir zu deinem 50. Geburtstag persönlich alles erdenklich Gute. Ich wünsche dir viel Erfolg als Eisenstädter Bürgermeister. Ich hoffe, du bleibst noch lange Eisenstädter Bürgermeister, denn diese Stadt braucht dich, du tust dieser Stadt gut. Thomas, alles Gute für die nächsten 50 Jahre. Gesundheit, persönlich viel Zufriedenheit und Spaß. Und ich wünsche dir, dass der Humor niemals ausgeht und dass du immer nette Leute um dich hast, die gemeinsam mit dir einen Weg gehen. Ja, lieber Thomas, ich gratuliere dir herzlich zum 50. Geburtstag. Viele Ideen. Dadurch bleibst du spannend, wenn du neue Ideen hast. Dir persönlich wünsche ich natürlich Gesundheit, Schaffenskraft und bleib einfach der, der du in den ersten 50 Jahren warst. Alles Gute. Happy Birthday. Ich möchte aber nicht nur gratulieren, sondern ich möchte vor allem auch Danke sagen für all deine Unterstützung. Es ist wirklich schön, dass ich mich so auf dich verlassen kann und ich freue mich ehrlich gesagt schon, wenn wir gemeinsam deinen Geburtstag ordentlich nachfeiern. Lieber Dom, ich wünsche dir alles erdenklich Liebe und Gute zu deinem zweiten 49. Geburtstag. Schau, dass du weiterhin so lustig und humorvoll bleibst und da uns allen freundschaftlich verbunden. Ich wünsche dir zu deinem 50. Geburtstag alles, alles Gute. Und als um unseren pannonischen Oberjedi, möge die Macht mit dir sein und ad multos annos. Lieber Thomas, alles Gute zu deinem 50. Geburtstag und noch auf mindestens weitere 50 Jahre. Ich wünsche dir, lieber Thomas, auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch, alles Gute und viel Erfolg. Erstens einmal viel politischen Erfolg, aber zuallererst muss man sagen, das Persönliche, nämlich Gesundheit, dass dir das Leben Spaß macht und dass du persönliches Wohlergehen hast, was die Familie und alles rundherum anbelangt. Das ist vielleicht in Zeiten wie diesen das Allerwichtigste. Und sonst ein schönes Fest und gute Zusammenarbeit, die uns auch bisher ausgezeichnet hat. Alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Bruder. Thomas, bleib so, wie es bist und du wirst weiterhin sehr viele Freunde haben.
Alles Liebe, alles Gute zu deinem 50er. Er tut nicht weh. Im Gegenteil, da ist man sehr kreativ in dieser Lebensphase. Ja, stimmt, der wird jetzt 50, ja. Lieber Thomas, ich wünsche dir alles Gute zum 50. Geburtstag. Bleib so, wie du bist, sowohl als Mensch als auch als Chef. Ja, lieber Thomas, wir drehen da ein Überraschungsvideo für dich, um dir zu deinem 50. Geburtstag zu gratulieren. Man glaubt es kaum, aber ja, du bist jetzt an diesem Tage 50 Jahre alt geworden. Von meiner Seite her alles, alles Gute, alles Liebe, bleib gesund, bleib so, wie du bist und ich freue mich schon auf die nächsten Jahre mit dir. Einem 50-Jährigen zu wünschen, bleib so, wie du bist, ist eigentlich ein Hohn, weil die Haare sind schon ganz weiß und der Körper macht nicht mehr immer das, was man gern will, aber trotzdem, bleib, wie du bist, was dein Charakter und dein Wesen angeht, lieber Thomas. Dass du nie den Glauben an eine gute Zukunft verlierst. In diesem Sinne alles Gute. Lieber Thomas, ich wünsche dir zu deinem 50. Geburtstag alles Gute. Genieß den heutigen Tag. Ja, lieber Thomas, ich darf dir recht herzlich im Namen vieler deiner Freunde alles Gute zum Geburtstag wünschen. Wir wünschen dir vor allem viel Erfolg weiterhin, dass die harte Arbeit, die du machst, auch sich in Zahlen widerspiegelt. Aber wir wünschen dir vor allem Gesundheit, dass wir viele Momente gemeinsam noch verbringen können und vor allem am Tennisplatz. Happy Birthday, du alter Sack. Lieber Stone, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute zu deinem runden Geburtstag. Freue mich über unsere Freundschaft und hoffe, dass wir noch viel, viel gemeinsam lachen können. Mein Schatz, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, vor allem Gesundheit und dass du etwas mehr Zeit für dich hast. Ich liebe dich.